folgen. Albtraum geht leider nicht, dann gehe ich auf normal. Ah, genau. Das sind die 6 Folgen, die wir erlebt haben. Und Spezial 1 und Spezial 2. Das sind die beiden DLCs. Das Signal und der Schriftsteller. Wir werden jetzt das Signal angehen. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Alan Wake. Bisher bei Alan Wake. Etwas, das ich nur als das Dunkel kenne, hielt meine Frau gefangen und brachte mich dazu, eine Horrorgeschichte zu schreiben, die wahr wurde. Ein Teil von mir war klug genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzuhalten. Ich rettete Alice und schrieb ein besseres Ende, aber nicht ohne einen Preis. Ich war irgendwo an einem dunklen Ort gefangen, einem seltsamen Bereich irgendwo jenseits unserer Welt. Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Okay, das führt die Hauptgeschichte weiter. Das finde ich mal sehr gut, aber warum ist das eine andere Stimme? Nach jedem schwierigen Projekt hat man gemischte Gefühle. Erfolg und Erleichterung. Traurigkeit und Depression. Eine Weile ging es nur um die Arbeit. Sie verzehrte dich. Veränderte dich. Du hast dich dafür zurückgezogen. Und jetzt musst du genesen. Lernen, ohne sie zu leben. Einen Weg finden, die Tür zu öffnen und das Licht hereinzulassen. Ich kannte diesen Ort. Er war vertraut. Aber irgendwie falsch. Willkommen im Alles erschien so surreal, wie ein Traum. Ich fasse es nicht. Ich habe alle ihre Ich hatte ein Bücher. Verstörendes Déjà-vu-Erlebnis. Ich wusste nicht, warum ich hier war oder wo ich vorher gewesen war. Aber im hinteren Teil des Diners wartete etwas auf mich. Probieren Sie den Kaffee, aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreisen. Unser Rizal ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Ist das jetzt noch die Stimme von Alan Wake oder ist es einfach bloß eine ganz andere Aufnahmequalität? Oh, ich kann es nicht glauben. Ich unterhalte mich gerade mit Also es beginnt schon mal sehr cool. Hey, ich habe so einen Pappaufsteller gefunden. Sind Sie allein oder ist Ihre Frau dabei? Ich könnte Ihnen die Stadt zeigen. Ich habe um 6 Feierabend. Ah, das ist ein Angebot, Rose. Okay, ich dachte, hier ist eine Pfütze. Ich dachte, das wäre eine Tasse und das wäre der Inhalt, aber das ist eine Klebeband, Papproller und das ist ein Pappteller. Kleiner, ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Vielleicht man kann durch ihn durchgucken, schaut mal. Kann man durch ihn hindurchgucken? Ist das dein Ernst? Ja. Schon wieder? Ist ja wieder. Aber Rose auch. Und du bist ein Alles Geister. Unglaublich. Ja, manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Ab! Hör bloß nicht, dass ich dich nicht im Schlaf ermorde. Bloß weil ihr Das ist genau mein Ding. Ja. Das klingt ja schrecklich. Das war's. Ich bin tot und hinterher. Kommt man da zu dem Wecker? Über außen?
waren wir noch nicht. Im Spiegel läuft ein Fernsehbild, oder? Das wirkt gerade so. Mhm. Alan, hören Sie. Gehen Sie nicht tiefer. Was? Konzentrieren Sie sich. Sie verlieren sich in Details. Ich will helfen, aber es liegt an Ihnen. Suchen Sie einen besseren Kontaktpunkt. Was meinen Sie? Ich kann Sie nicht hören. Bitte, Ihretwegen geschieht das alles. Konzentration. Folgendes passiert. Albträume. Zu tief. Ertrage den Druck nicht. Es ist zu viel. Plötzlich merkte Wake, wie er sich selbst gegenüberstand. Als ich mich selbst sah, wurde der Traum plötzlich deutlich. Der dunkle Ort. Da befand ich mich. Sie werden Waffen brauchen. Es geht nicht ums Licht, sondern wofür es steht. Sie werden es brauchen. Das ist keine Waffe. Das ist ein Werkzeug in einem logischen Ausschlussverfahren. Vorsichtig. Ich versuche, einen besseren Kontaktpunkt zu finden. Ich verstand Zanes Nachricht nicht. Und es half nichts, dass ich wusste, wo ich war. Etwas war passiert, nachdem ich mit Departure fertig war. Gehen Sie nicht tiefer rein, ich gehe mal kurz auf den Klo gucken. Mirror, was hier, wer ist denn Mirror? Vielleicht nichts, was man verstehen kann. Auf dem dritten Klo sitzt jemand. Nee, durch den Spalt sah das schon ziemlich leer aus. Boah, das ist irgendwie komisch, durch den Spiegel so ein Bild, so eine Übertragung zu sehen. Boah. Könnte auch ein Flachbildfernseher sein, so dünn wie das Ding ist, aber komisch. Was war das? Gucken, ob sich jetzt hier was öffnen lässt. Der Tag war zur Nacht geworden. Das Steiner war verlassen. Dann wurde die Tür rausgerissen und Wake musste um sein Leben kämpfen. Minimal verrückt geworden. Sieht aus mit den Augen. Ah, jetzt können wir zum Wecker gehen. Nicht die Brotdose vergessen. Die Brotdose. Oh, es waren viele. Nein. Au, hier kann man nicht groß ausweichen. Der Dicke bleibt stehen. Der ist noch nicht, jetzt nicht schießen. Nein, ich wechsle keine Batterien. Wo kommt der andere rum? Waren das nicht drei? Hoppala. Oh. Ah, okay, der ist da hinten hin. Oh Gott, jetzt greifen sie gleich von zwei Seiten an. Ich würde jetzt ganz gerne hier nicht sterben. Ich hänge zwischen den drei Leuten. Kann man hier überhaupt sterben? Es wirkt gerade nicht so. Doch, man kann hier sterben. Jetzt gehe ich aber zum Wecker. Die neuen Thermosflaschen, hä? Schätze ich mal. Weil wir gerade gefangen sind im Ozean und da irgendwie in Trance, im Traum sind, sammeln wir jetzt Wecker, weil Thermosflaschen brauchten wir, um wach zu bleiben, um die Geschichte zu Ende zu schreiben. Jetzt hier müssen wir aufwachen, müssen wir rauskommen, deswegen symbolisch der Thermosflasche jetzt ein Wecker, mein Gedanke. 1 von 10. Ich glaube, der wird nicht so lang, der DLC. Treten. Kam davon nicht raus, offenbar nicht. Das Licht daher? Von draußen? Nee. Nee, hier geht's nicht raus. Wir hätten auch bestimmt einfach rausgehen können. Die hier drin lassen können. Die bösen Buben. Zane! Warten Sie auf mich! Die Welt war verdreht.
Diese Bäume gehörten nicht hierher. Birken haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen bisher. Ah. Ein Flitzer. Hinten ist Licht. Sollen wir da einfach hin? Ich gehe da jetzt einfach hin. Nein, kann man nicht rüber. Au. Womöglich sterben wir jetzt. Der Flitzer ist da hinten. Okay. Licht untersuchen. Nicht Gegner bekämpfen. Oder besiegen steht nicht direkt da. Jetzt vergesse ich bestimmt 3 Wecker und 5 Manuskriptseiten. Gut, zum Glück vorbei. So, haut mal ab, ihr. Okay. Ach, jetzt die Hütte. Nee, ist eine andere. Die kennen wir noch gar nicht. Oh, zu. Nimm mal eine Skip-Seite. Ich wusste, es war mein Werk. Aber die Wörter waren traumartige Fragmente. Lud hektisch nach. Die Munition glitschig in meinen schweißnassen Händen. Aber es war nur das Wahre. Ein Katzensprung vom Zelt entfernt. Das Bett sah einladend aus. Aber ich musste weiter. Das Telefon schreckte sich. Das GPS-System funktionierte. Das hatte ich nicht erwartet. Thomas Zane ruft an. Hallo? Ich versuche, Sie zu erreichen. Hören Sie mich? Hören Sie mich jetzt? Ja. Hören Sie, ich kann Ihnen helfen, aber Sie treiben weiter ab. Ich erreiche Sie nicht. Sie müssen zu mir. Ich kann die Verbindung nicht halten. Benutzen Sie die Worte. Folgen Sie dem Signal. Dem Signal. Natürlich funktionierte das GPS-System nicht. Es gab hier wohl keinen Satelliten in Reichweite. Dieser Himmel war fremd. Aber er führte mich zu etwas. Zu Zane? Das funktioniert doch nicht wie gerade eben. Der gelbe Punkt da oben links auf der Karte, auf der kleinen Karte da, wild herumgetaumelt ist. Taschenlampe. Boah. Das sah aber cool aus. Leuchtpistole. Aufladen den linken Handy-Akku. Jetzt kriegen wir Lithium-Batterien. Platsch. Boah, das ist aber ein Jahrespaket. Jahresvorrat. Das Signal wäre laut Karte oben links da. Ich guck trotzdem nochmal bei der Tür hinten. Dann sieht es jetzt draußen anders aus. Etwas hatte sich wieder verschoben. Der dunkle Ort spielte mir Streiche. Er hielt nicht still. Die Stadt selbst wandte sich gegen Wake. Autos flogen auf ihn zu. Sieht aus. Wollten Knochen brechen und Fleisch zerquetschen. Sie verströmte Hass. Sie wollte ihn begraben. Röhrenfernseher in Pivot.
Das Signal müssen wir da hinten hin. Erstmal umschauen. Hier kackert doch ein Huhn, oder? Oh Mann. Oh nein. Weniger offensichtlich nur noch versteckten Gegenständen. Er hielt nicht still. Die Stadt selbst wandte sich gegen Wake. Autos flogen auf ihn zu, wollten Knochen brechen und Fleisch zerquetschen. Sie verströmte Hass. Sie wollte ihn begraben. Diese Spoilerei im Spiel ist aber auch sonderbar. Das Auto ist ruhig, dann verstecken wir uns dahinter und löschen die jetzt so gut es geht aus. Sind es bloß die beiden? Oh Gott, das Auto bewegt sich auch. Das andere schiebt. Au! Pff. Mann! Dann soll ich mich eher hinter einer Laterne verstecken. Mir Streiche. Er hielt nicht still. Die Stadt selbst wandte sich gegen Wake. Autos flogen auf ihn zu, wollten Knochen brechen und Fleisch zerquetschen. Sind wir, glaube ich, relativ sicher. Oh Mann. Das Ding ist aber ungünstig. Gut, weg. Ziemlich cool aus, die Lackierung. Okay. Das sieht aus. Sieht so aus, als würde ein Auto im Spiel bewegt werden können, weil bewegbarer Gegenstand, aber es backt sich irgendwie in den Felsen rein und zuckelt dann so herum. Genau sieht das aus, wenn das Zeug gerade losfliegen will. So, du hast doch bestimmt noch Lust. Du da. Ja. Da ist auch eine Laterne, Gott. Ampel? Nee, Laterne. Pfahl. Wer will noch? Du dann? Oder eher der da hinten. Der steht so passend für die angefahrene Laterne, der geht bestimmt nicht weg, der Wagen. Doch nicht. Ich habe einen Pappaufsteller gefunden, aber das ist einer vom Odin. Odin Anderson und das Gesicht. Kann man den einsammeln? Moment, mir fällt gerade ein, ich guck mal nach Statistiken. Achso, vom Gesamtspiel. Da frage ich mich gerade, Wecker haben wir hier nicht gesehen. Womöglich wird das hier gar nicht bei den Statistiken aufgeführt. Wobei doch Wecker da jetzt schon... Aber Wecker waren... Oh, ist noch gar nicht lange her, da habe ich nachgeguckt, waren da die Wecker dabei und habe mich gefragt, wie kann man die finden? Weil im Pappaufsteller habe ich jetzt einen gesehen.
Ich müsste vielleicht noch irgendwie hinkommen. Vielleicht gibt es Wecker und Pappaufsteller nur in den DLCs. Aber hier komme ich doch nicht hinter. Muss man den vielleicht zerschießen, so wie die Dosen? Vielleicht stehen die Pappaufsteller immer abseits von erreichbaren Gebieten. Man muss sie halt einfach zerschießen. Gott, dafür Munition ausgeben. Er steht ja auch noch hinter einem Zaun. Hier ist die Lücke, glaube ich, ganz gut. Muss ich den Kopfschuss geben? Oh, mit der Latte hier oben ist das blöd. Scheißdreck. Stimmt, ja, wir haben zuletzt die Leuchtpistole ausgewählt. Kann ich bitte nochmal sterben? Nee. Okay, ich lass das. Gott, ey. Leuchtpistole. Weg. Vielleicht kommt man noch über das Haus in den Hinterhof rein. Wenn wir Waffen einsammeln, dann wechseln. Was steht da? Werkzeug? Ja. So ein Tante-Emma-Laden für... von Hornbach. Oder Obi. Oh ne, hier kommt Gegner. Oh, so viele. Also in Gebäuden, das könnte echt ekelhaft werden. Dafür braucht man vielleicht die Leuchtpistole. Oh, da ist noch ein Dicker. Hätte mir vielleicht das Werkzeug holen sollen. Zu spät. Ich kann jetzt nicht alle platt schießen mit der... Ich gehe raus. Leuchtpistole. Vielleicht sterbe ich ja und krieg die Leuchtpistole wieder. So, hab ja vorhin was gelernt. Vorhin ist gut in der letzten Folge. Oder vorletzten? Auf jeden Fall kann ich die Schulter wechseln. Die Kameraseite. Okay, draußen ist zur Hilfe die. Dann hole ich mir jetzt das Werkzeug. Aha, Werkzeug gleich Schrotflinte. Okay. Da sich versteckt. Interessant, dass das Regal kein Objekt ist, wo man das eine unsichtbare Wand darstellt, dass man da wirklich natürlich durchgucken, aber auch mit dem Licht durchleuchten kann. Na, jetzt kommen wir nicht mehr raus aus der Ecke. Wenn ich die Leuchtpistole einsetze, dann müssen die alle auf einem Fleck stehen. Ich habe halt auch nur 6 Schüsse. Für die... Aua! Oh! Der haut durch das Regal, der Arsch. Für die stärkere Waffe, der geht wieder hinter. Nicht weggehen. Jetzt komme ich der andere wieder vor. Ich will den Dicken noch enddunkelheitisieren. Hat er auch eine Maske auf? Das sieht ja komisch aus, sein Kopf. Der hat eine Stromaxt, der Arsch. Jetzt habe ich die beide vor mir, das ist sehr gut. Dann kriege ich den Großen besser klein. Okay, er wurde schon zu viel angeleuchtet. Er lässt sich nicht mehr zurückschalten. Weg, ey, du nervst. Du jetzt auch. Du nervst auch. Ich will die Leuchtpistole einsetzen, aber ich will erstmal das Dunkel von dem Dicken wegbekommen. Jetzt der Dick wieder so weit hinten. Nein, ich setze keine Leuchtfackel ein. Wie schiebt er uns raus? Komm, stell dir da hin. Das heißt, hab ich die wieder alle da. Das ist sehr gut. Ihn nur kurz anleuchten. Mal wieder loslassen. Ach, erst nachladen. Stimmt, da war ja auch was.
So, nachladen geht jetzt nicht, weil alles alle. Hab ich ernsthaft die Leuchtpistole da draußen an dem Zaun, an dem Pappaufsteller verballert, ey. Sieht aus wie eine Thermosflasche. Jetzt standen die aber mal alle schön in einer Reihe, da lohnt sich die Leuchtpistole. Alles, was ich sah, war vertraut. Und doch wieder nicht. Hat der Stamm sich gerade bewegt? Das sah so aus. Hallo? Ich komme nicht hinterher. Sie dringen zu weit ein. Ich führe Sie. Folgen Sie dem Signal. Ich versuch's ja. Sie müssen sich selbst gegenübertreten. Folgen... Oh! Das sah wieder cool aus. Das GPS-System sollte mich zu Zane führen. Aber die Verschiebungen störten es. Ich musste es weiter versuchen. Allein würde ich es nicht schaffen. Wir müssen gleich wieder zurück, denn Bright Force hat sich wieder geändert. Jetzt müssen wir wieder... Ne, jetzt ist es wieder nach vorne. Hä, das Ding hat er gerade nach da gezeigt. Jetzt ist das hier eine Holzhütte. Pappaufsteller lesen? Ist doch keine Maske, das sah von draußen aus wie mit Filzstift aufgemalt. Odin Anderson, der Übervater, der seltsame Freak mit dem witzigen Tick, der irre Patriarch mit der gewissen Verrücktheit, komplett durchgeknallt, klar? Der außerordentlich populäre Star der Reality-Serie Barry Wheeler präsentiert neue Tricks für alte Götter. Bringt sein neuestes Meisterwerk heraus, das Feinschmecker in aller Welt entzücken wird. Selbstgebrannter. Das perfekte Abendessen ist jetzt im Buchhandel erhältlich. Auch als preisgünstige limitierte Auflage mit Anmerkungen und Kommentaren von Barry Wheeler. Phlegmatiker, aufgepasst. Bald auch als Hörbuch erhältlich. Der Barry hat mit dem Selbstgebrannten was gemacht. Steht hier auch bestimmt 1 von 6, genau. Dann konnte man im Hauptspiel gar keine finden. Und ich dachte schon, ich wäre sowas von blind gewesen, obwohl ich relativ viel abseits des eigentlichen Weges geguckt habe. Puh, fällt mir gerade ein Stein vom Herzen. Dass ich nicht so blind war, wie ich gedacht habe. Da wird man womöglich drüber klettern, dann gehe ich erstmal zur Tür gucken. Treten ist nicht, öffnen auch nicht. Dann klettern wir mal drüber. Boah. Die Veränderungen wurden gravierender. Die Straße war nicht aufgerissen, sondern verschwunden. Als wäre eine große Hand gekommen und hätte sie hochgehoben. Alles fühlte sich instabil an. Ein Loch in der Spielwelt. Blitz, Leuchtfackel, Werkzeug und ein... Was leucht hell? Nee, auch Leuchtfackel, okay. Boah, das sieht gerade cool aus, wenn jetzt noch das Interface weg wäre. Platsch, platsch, platsch. Die Batterien sind jetzt das andere, nicht mehr Energizer. Ich guck mal, kann ich sehen? Womöglich ist für die DLCs der Vertrag ausgelaufen. Auf jeden Fall kenne ich die Marke nicht. Das ist nicht mehr Energizer. Schrotflinte, Batterien, okay, Batterien. Revolver voll, hoppala.
es fällt doch ins Loch. Ich muss es erst später holen. Nee, das liegt dann noch hier, okay. Oh, die bleibt noch liegen. Gar nicht mal so unauffällig platziert. Ah, die rollt weg. Sarah Breaker. Das Beste aus Bright Falls. Die heiße Sheriff Board. Die feste Zuhaut. Ihr Debüt, das einzige Mädchen im Buchhaus, taucht tief in das Doppelleben einer erfolgreichen Polizeikarriere ab und handelt von einem Geheimbund. Wie fügt sich der kleine harmlose Polizist in eine antiquierte Bruderschaft? Ich kann nicht anleuchten und aus der Nähe drauf gucken zugleich. Können wir das Auto wegschubsen? Oder muss ich hier unten eine Leuchtfolge reinwerfen? Kann man die auch wegschubsen, die Aufsteller? Nee. Hier kann man rüber. Oh, oh, oh. Sieht sehr sicher aus. Was? Wieso gucke ich jetzt nach oben? Boah, ich wäre beinahe ins Loch gefallen wegen der nach oben Guckerei. Hier ist so viel Platz, hier kommen noch Gegner. Ja. Ah, Vögel kommen auch an. Ich kann nicht einfach nur hochgehen. Ah, da ist der Schwarm. Hier für euch. Nein. Ich will jetzt keinen Strom verbrauchen. So. Eine Fackel und das war's. Schön sparsam. Aber am Ende gehe ich jetzt wieder kämpfen aus dem Weg und dann wird wieder was nicht ausgelöst. Das wird so nichts, ihr Deppen. Wie blöd die sind. Aber ich muss halt eigentlich bloß bei Sachen aufpassen, die ich überqueren kann oder eben nicht überqueren sollte. In der Ecke. Eine Batterie sehe ich da und ansonsten schwierig. Ich kann jetzt aber nicht hingehen, ohne was zu verbrauchen. Und wenn ich da bin, habe ich was verbraucht und dann sammle ich das ein und komme bei plus minus nur raus. Ach, hier hatte der Arzt gesagt, hier nicht rumschießen, ne? Alan! Wo sind Sie? Ich versuche, Ihrem verdammten Signal zu folgen. Der dunkle Ort spielt Ihnen Streiche. Sie gehen immer tiefer rein. Ich will sie führen, aber es ist schwer. Was ist das? Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie nur aufhören zu sinken. Was? Das ist Blödsinn. Es geschieht wieder. Bereit machen. Sollten wir mal in die entgegengesetzte Richtung gehen? Ich rannte hinter Zane her und er sagte, ich ginge zu tief hinein. Es war verrückt, aber ich war eher verängstigt als erheitert. Es war, als ob eine unsichtbare Kraft mich behinderte und ich kam nicht dagegen an. Ich konnte nur weitergehen. Der Buchladen ist jetzt zu. Hier klettern wir bestimmt drüber, aber hier geht's nicht weiter. Naja, wir haben ja bloß einen Weg. Entweder
Gehen wir tiefer in die Dunkelheit hinein oder eben genau zum Thomas Zane, und offenbar machen wir gerade Ersteres. Und das ist so gewollt. Oh ne, da oben wartet ja jemand. Okay, da geht's auch lang. Aber da geht's auch bloß hoch. Jetzt leider die Leuchtpistole alle. Hey, hier ist die Leuchtfackel. Ist jetzt durch die Treppe gefallen? Nein. Kacke. Okay, dann... ab in den Tod. Nö, das ist ja fies. Da geht die Leuchtfackel versch... in die Brust. Zu viel geschossen. Da hinter uns auch noch. Oh, noch zwei. Das geht wieder schief. Oh, soll ich jetzt eine Fackel ein? Zieh die Fackel. Sicher selbst nichts mehr. Enge Kampfareale sind beengt. Mann, du Scheißwerfer da oben, lass das. Wenn wir jetzt noch die ganzen Blendgranaten und überhaupt Sachen aus dem Endkampf hätten. Gegen den Tornado. Ah, Mann. Vielleicht bist du da noch gehabt. Scheiße. Das war wichtige Zeit, die jetzt flöten gegangen ist. Mist, hätte noch was. Oh, ich da... Ich drücke immer zu spät. Okay, ich muss hier noch einen einsetzen, so das wieder nix. Also er wusste das Gewehr nicht, die Schrotflinte. Oh Mann, wie Munitionsverschwenden. Nix, was mir besonders viel Licht macht. Nur noch Schüsse, die wir abgeben können. Springen wir über den Zaun, oder? Das hätte ich womöglich sofort machen können. Nein! Oh Mann. Okay, dann haben wir halt einen Kampf bestritten. Und den nächsten vielleicht in der nächsten Folge. Bin schon gespannt, wie das hier weitergeht. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass die offene Hauptgeschichte jetzt noch fortgeführt wird. Mal gucken, ob und wie sie auch wirklich beendet wird. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.